Hallo, mein Name ist Tomoko Ishida. Ich spiele an der Bayerischen Staatsoper. Da ich aus Japan komme, ich erzähle euch, was Do's und Don'ts sind. Augenkontakte als eher Don'ts. Nein sagen, das ist auch eher Don'ts. Wir sind auch bekannt dafür, dass wir eigentlich nicht Nein sagen können. Wir sagen stattdessen, na ja, oder ja, oder sowas. Aber das heißt eigentlich Nein. Und was leider gar nicht geht, was eigentlich hier vielleicht normal wäre, ist, dass man die Wohnhäuser oder die Wohnungen mit Schuhen betritt. Was wir vielleicht nicht machen, ist, dass wir in der S-Bahn zum Beispiel so groß essen. Für uns ist es ein bisschen wie Spaghetti essen beim Joggen. Ich habe viele Don'ts gesagt, aber gibt es natürlich was, also vieles, was gut ankommt. Ihr seht ja sowieso sehr freundlich und offen aus. Das kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und ihr könnt da noch dazu vielleicht auf Japanisch was sagen. Das kommt dann wirklich sehr, sehr gut an und wir verlieben uns fast sofort. Und da könnt ihr vielleicht sagen, morgens sagt man Ohayou gozaimasu. Oder ihr könnt einfach so gekürzt Ohayou sagen. Ihr könnt euch ja merken, vielleicht als Eselsbrücke Ohio, das ist ein Bundesland in den USA. Und da könnt ihr einfach sagen, Ohio, Ohio, man darf in der Öffentlichkeit schlafen. Das ist auch sehr bekannt, dass viele Angestellte in den S-Bahnen wirklich tief schlafen. Wir fahren links, anders als in Deutschland. In der Fußgängerzone weichen wir auch links aus. Und wenn es um die Pünktlichkeit angeht, sind wir bekannt dafür, dass wir sehr pünktlich sind. Also wir tauschen auch haufenweise Geschenke. Sie sind auch immer mindestens viermal verpackt. Wir sind wirklich froh, dass ihr kommt und dass ihr halt auch ein bisschen anders seid natürlich. Ihr könnt einfach so sein, wie ihr wollt.